Hallo Leute, ihr habt euch gewünscht, dass ich als nächstes ein Star Wars Set vorstelle und hier ist es. Ihr wolltet genau dieses hier haben, Obi-Wans Starfighter with Hyperdrive ist der genaue Setname. Das Set ist schon ein bisschen älter, ist auch nicht mehr offiziell im Verkauf drin, aber wirklich ein schönes Set. Ich kann euch leider nicht mehr mit der Verpackung dienen, die habe ich mittlerweile ausrangiert. Ich hebe ja nicht alle Verpackungen auf, sondern nur so ein paar ausgewählte. Trotzdem möchte ich euch gern die Besonderheiten dieses Sets mal ein bisschen näher zeigen. Das ganze Set hat 825 Teile, ist also jetzt nicht so riesig groß zum Bauen. Man braucht trotzdem eine ganze Weile, um das fertig zu bekommen. Und das liegt an diesem Ring hier. Dieser Ring, den ihr hier habt, den ihr hier aufbaut, der ist sehr aufwendig zum Bauen. Es sind sehr, sehr, sehr viele Technikteile hier drin verbaut. Und das dauert dann schon eine ganze Zeit, bis man das Ganze ordentlich gemacht hat. Das ist natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, ein kleines bisschen eintönend während der Zeit, weil dieser Unterbau immer derselbe ist. Die Platten immer dieselben sind, fast bis so ein paar kleine Veränderungen. Aber das ist einfach nötig, um das Set zu bauen. Deswegen, den sauren Apfel müsst ihr beißen, wenn ihr dieses Set bauen wollt. Ich sehe gerade, dass hier was rausgesprungen ist. Das habe ich gleich wieder repariert. Kommen wir mal dazu, was das Set so ein bisschen ausmacht. Ihr habt 4 Figuren dabei. Ich kann euch allerdings ehrlich gesagt nur eine zeigen oder anderthalb. Denn ihr habt dabei, logischerweise, da das Obi-Wans Fighter ist, Obi-Wan. Den habe ich auch hier im Cockpit drin sitzen. Jetzt habe ich ihm gerade die Haare abgenommen. So, ich zeige euch den mal. So, hier haben wir einmal Obi-Wan. Das Besondere, er hat einen schönen Druck und das Besondere ist, glaube ich, an dem Kopf, dass der Kopf dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Technikzeug, noch mit bedruckt hat. Und ihr habt dabei R4 den Droiden. Davon sieht das Set aber vor, dass man nur diesen Kopf hier verbaut, den Körper dann extra macht und ich habe jetzt halt hier nur den Kopf gerade da. Ich habe den Körper noch nicht gefunden. Ihr habt des Weiteren dabei Jango Fett als Kopfgeldjäger, als Erwachsenen. Ihr habt Boba Fett als Kind mit dabei. Die haben aber meine Kinder sich weggeschnappt. Die sind mitten im Spielen drin. Es gab einen großen Mandalorianer-Krieg bei uns zusammen mit dem Marvel-Universum und diversen anderen. Deswegen, die bin ich euch gerade jetzt schuldig. Ihr könnt aber, wie ihr gesehen habt, diesen Fighter hier bequem rausnehmen. Das ist auch ein sehr schöner Fighter. Ich finde, der ist wirklich richtig gut gelungen. Was ich so ein bisschen besonders finde, ihr wisst ja, ich stehe nicht auf die ganzen Aufkleber beim Thema Lego. Es sind natürlich wieder viele Aufkleber hier verbaut, also verbaut, verklebt. Hier vorne, das ist ein Aufkleber, die Seitenteile hier sind Aufkleber, sogar hier das Jedi-Zeichen ist ein Aufkleber oder Republik-Zeichen, bin mir gerade gar nicht sicher, welches von beiden das ist. Aber hier drin im Cockpit der Zielcomputer, der ist bedruckt. Und das ist doch mal was Feines. Ansonsten habt ihr 2 Shooter, links und rechts hier. Ich feuere sie jetzt mal nicht ab, dann muss ich wieder die Teile irgendwo suchen. Und habt eine kleine, aber feine Antriebssektion. Die Teile habe ich auch noch nicht gezeigt. Die Seiten hier, die sind auch bedruckt. Bedruckt. Leute, ich bin total durcheinander beklebt. Aber ansonsten gefällt er mir gut. Ihr könnt die Flügel so ein bisschen bewegen, ne? So ein bisschen Spiel haben die. Und ihr habt hier unten so eine Landekufe, die ihr ausfahren könnt. Da zu sehen, dann steht das Ganze ein bisschen erhöht. Aber ansonsten ein sehr schöner Fighter, muss ich sagen, mit dem ich insgesamt sehr, sehr zufrieden bin. Kommen wir mal zu dem Ring. Wie gesagt, der Ring besteht hier aus diesen Technikelementen, die ihr alle erstmal Grund bauen müsst, damit das Ganze überhaupt hält. Das ist halt eine etwas langweiligere, zumindest für mich, Arbeit gewesen. Aber
unweigerlich nötig. Ihr baut dann hier diese Platten drauf, die so farblich so ab und zu ein paar Unterschiede haben. Und baut dann hier an das Hyperdrive das, die Antriebssektion, nenne ich es mal, mit dran, links und rechts. Die haben natürlich auch dicke, fette Aufkleber hier. Geht ja nicht anders. Und so sieht das von hinten aus. Diese Dinger sind so ein bisschen, ich finde sie so ein bisschen instabil. Also ich musste da des Öfteren schon stark aufpassen, dass sie nicht auseinandergefallen sind beim Spielen, beim Transportieren. Aber das ist relativ schnell wieder zusammengesucht, wie man das zusammenbaut. Und dann habt ihr diese gesamte Mittelsektion. Die hat auch nochmal Shooter. Das seht ihr von hier vorne. Hier sind so grüne Shooter nochmal drin. Und ihr habt hier diesen wunderschönen Griff, mit dem ihr halt dann ordentlich rumfliegen könnt durch die Galaxis. Und habt diesen Mechanismus drin, dass ihr den Fighter, der hat dazu hier diese, ne, diese Stecker hier dran. Da haben wir hier einen Mechanismus unten drunter verbaut. Da habt ihr hier diesen, den könnt ihr bewegen. Und wenn ihr den bewegt, dann geht hier oben das Ganze auf. Dann kann ich den Starfighter da einfädeln. Das muss man ein bisschen vorsichtig machen. Ich habe gerade schon wieder was kaputt gemacht nebenbei. Na, also. Übrigens habe ich gerade den Rest von R4 gefunden. Also, das ist doch nochmal was. Da konnte ich ja lange suchen. Da habe ich überhaupt nicht mal dran gedacht, dass der hier drin verbaut ist. Also, hier ist der Rest von R4. Ich zeige euch nochmal ganz, dass ihr es mal zusammengebaut gesehen habt. Aber das ist mir tatsächlich entglitten. So, da ist er. So, wenn ihr das jetzt ordentlich gemacht habt, dann fädelt das Ganze hier ein. Dann hält das auch. Der kann also nicht rausfallen und ihr könnt damit noch ein bisschen mehr spielen. Ihr könnt diese Befestigung links und rechts wieder einklappen. Und dann sieht das doch ziemlich gut aus. Also das ist sowohl ein schönes Spielset als auch ein schönes Displayset, muss ich sagen. Das passt für beides sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt als Displayset bei mir. Wenn ich es hier in meinem Lego-Zimmer habe, meine Kinder nehmen es zum Spielen her, dann passt das auch gut. Und wurde für einen Preisverkauf von so knapp, ich glaube, ich habe es so für ungefähr 60, 70 Euro bekommen. Das ist für ein 825-Teile-Set kein Spitzenpreis. Aber es ist noch im Rahmen von, wo wir sagen, okay. Bevor übrigens die Kommentare dann kommen, ja, ich habe es auch gerade gesehen, hier ist eine Fliese falsch aufgesetzt. Aber auch das habe ich gleich repariert. Das Teil ist wirklich einfach viel im Spielgebrauch bei uns. Deswegen ist hier immer mal irgendwas schief oder fehlt oder ein bisschen lose. Aber das macht ja nichts. Insgesamt würde ich euch das Set empfehlen, noch zu holen. Nur wenn ihr es relativ günstig bekommt. Also für den Originalpreis, okay. Also nicht den UVP-Preis, sondern den, für das es im Handel war. Ob ihr jetzt wirklich das bei eBay euch ersteigern solltet für einen teuren Preis, würde ich nur machen, wenn ihr riesen Obi-Wan-Fans seid und das einfach sagt, okay, das muss ich jetzt in meiner Sammlung haben. Ich habe es damals wirklich, als es eigentlich schon EOL war, also End of Lifetime bei Lego, gerade noch so im Einzelhandel geschossen, als es rausverkauft wurde. War auch das letzte damals, was ich bekommen habe. So, jetzt kriege ich hier den Deckel von R4 nicht mehr drauf. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich R4 nicht richtig reingemacht. Das gucke ich mir nachher an, woran das liegt. Jetzt hält's. Aber für alle Fans von Star Wars, der alten Republik, vielleicht den Clone Wars der Serie, denke ich, ist das ein schönes Spielset. Und mir hat's gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen kürzer, weil mir der Karton gefehlt hat und so ein paar so kleine Sachen. Aber ich habe euch, glaube ich, das Wichtigste an dem Set gezeigt. Und das nächste Video kommt dann am Wochenende. Macht's gut. Tschüss.